Ja, Leute, es ist soweit. Wir haben eine neue Verbotsliste und die gucken wir uns diesmal live an. Ja, Leute, live, Weltpremiere überhaupt. Wir gucken uns das Ganze an. Ich muss sagen, ich habe mich sehr viel vorbereitet jetzt inzwischen für die deutsche Meisterschaft. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall aktuell im Stand, was die Decks zurzeit angeht. Base, Prankets, Adventure und hast du alles nicht gesehen. Aber ich weiß halt nicht, was auf der Liste ist. Wir werden uns das gleich eben angucken, live auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Liste kommt doch ein bisschen unerwartet aus einem bestimmten Grund. Denn in Amerika gibt es ja diverse YCS und dort gibt es eine Voranmeldung und dort muss man die Decklisten eben früher abgeben. Bedeutet also, ja, man hat hier bis zu der YCS eine gewisse Vorlaufzeit und dann sind die Listen abgegeben und ich dachte halt, da kommt einfach keine Verbotsliste mehr. Dementsprechend ist ein bisschen überraschend. Ich dachte, die droppt höchstens vielleicht nach der ein oder anderen National, wenn da wieder ein bisschen Luft ist, aber ich dachte wirklich, dass keine mehr droppt. Umso mehr bin ich jetzt überrascht, dass eine kommt und ich würde sagen, wir gucken an. Wieder kein Enddatum, was natürlich ein bisschen meh ist. Also ich verstehe den Aspekt schon, dass man sagt, man will nicht genau zu diesem Zeitpunkt eine Verbotsliste droppen. Manchmal verändert sich die Meta selber. Da braucht man dann eigentlich nichts ändern. Und so, von daher verstehe ich das schon, dass man jetzt kein exaktes Datum setzt. Aber ich hätte schon irgendwie so nicht früher als, weil man dann zumindest dahin eben seine Karten behalten kann, beziehungsweise gucken kann. Kann ich auf diesem Event noch sicher dieses Deck spielen? Ja, kann ich. Im Deutschen Meisterschaft zum Beispiel, gutes Beispiel. Hätten wir jetzt gewusst, die Liste kommt nicht früher als und das wäre nach der Deutschen Meisterschaft, hätten wir gewusst, wir spielen. Aber neue Meta, hoffe ich zumindest. Nach der letzten Liste haben wir ja doch ein, zwei Karten vergessen gehabt zu Ban, zu hitten, whatever. Und ich würde sagen, wir gucken es einfach mal an. Man sieht zunächst einmal erstmal gar nichts, aber ja, das heißt ja nichts. Wir scrollen hier runter und kommen hier zu Oha! Auradon ist ban. Ja, Auradon, wer es nicht weiß, Needle Fiber mit Auradon ist halt beste Kombination. Ich glaube sogar, wenn Needle Fiber nicht gebannt ist, ist es das weitere Opfer, dass Needle Fiber hier einfach die nächste Karte auf die Verbotsliste gesetzt hat. Alter, krass, fängt gleich so an. Auradon ban. Das ist schon eine dicke Nummer, das ist eine dicke Nummer. Mal gucken, auf den nächsten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da gleich so viele kommen. Das haben wir hier neu, das haben wir jetzt schon. Und Prankets. Miau, miau. Oh mein Gott, sie haben es getan. Sie haben es getan. Das ist krass. Ja, was soll man sagen, ne? Prankets, super gut. YCS Tops, ultra stark. Ja, ne, mit Adventure halt super gut. Ist die Frage, ob die Adventure Engine auch noch was abbekommt. Beziehungsweise eben Brave, vielleicht sagt das Leute mehr was. Ja, miau, miau, klar, ne. Prank jetzt wieder auf den alten Stand zurückgeworfen. Ja, war super Support, war super gut. Jeder Prank jetzt im Deck war einfach ein Starter. Jetzt eben nicht mehr, weil jetzt brauchst du immer zwei, beziehungsweise drei Karten. Kritisch, ja. Katapultiert das Deck auf jeden Fall weiter nach hinten. Okay, sie haben Prankets gehittet. Was machen die mit den anderen Decks? Wir haben noch diverse Decks. Wir haben Sword Soul, wir haben Based, wir haben. Oh mein Gott. Nein, ne? Ihr sagt, ihr habt alles gehittet, aber nicht Despier. Das wäre ein bisschen krank. So, da war noch was drunter und verboten. Anaconda! Anaconda ist banned. Anaconda. Leute. Das ist krank. Das ist krank, das ist crazy. Das Ironische dabei ist, die Karte per se hätten sie jetzt nicht mehr hitten müssen. Es gibt noch Sensenlock. Sensenlock, absolut dumm, brauche ich drüber reden. Ban Sense. Mal gucken, ob Sense dann gebannt ist, weil wenn hier Anaconda gebannt wird, vielleicht Sense nicht. Aber ich muss dazu sagen, hätten sie quasi letztes Mal schon Anaconda oder eben Sense verboten, dann wäre das nicht so problematisch, wie man sieht. Aber hitten sie, okay, DPE nicht mehr so krass Exzess und, ja, überraschend, ne? Also, ich weiß nicht. Also, ich hätte echt gedacht, dass die bleibt jetzt, weil Anaconda eine Karte ist, die hätte schon vor langer, langer Zeit hätte verboten werden sollen. Wurde sie nicht. Dementsprechend dachte ich jetzt, die bleibt jetzt ewig alive, so wie Needle Fiber. Eine Karte, die man schon ewig hätte verbannen können und dann hätte man nicht so viele Karten später bannen müssen. Dementsprechend, ja, muss man natürlich auch gucken, ob hier dann jetzt auch noch andere Karten gedet werden. Weiter nix. Ja, okay, krass. Ja, drei Linkmonster. Ich würde sagen, die Linkmonster kommen langsam dazu. ja, immer mehr Linkmonster. Ist aber ironisch. Ich frage mich wirklich, wie das in Zukunft sein wird. Ich meine, Linkmonster ist klar.
Link war neu, ne? Dementsprechend kamen immer stärkere Link-Monster. Doch jetzt und langsam ist es ja so, dass Link halt nicht mehr neu ist. Und jetzt frage ich mich wirklich für die Zukunft, was wird am meisten gebannt? Wird es Link-Monster sein? Wird es Fusionsmonster sein? Wird es Synchro-Monster sein? Wir werden es sehen. Aber das jetzt erstmal per se. Super stark jetzt, wie gesagt, Prank-It-Sit, Needle-Fiber-Combo. Anaconda brauche ich nicht überreden. Sensenlock. Ja, wollen wir mal weitermachen, ne? Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier Jet-Synchron auf 1. Oh mein Gott. He's back. He is back. Okay, One-Cut-Combo in the life. Hello. Okay, warte, Needle-Fiber ist echt nicht gebannt, ne? Needle-Fiber ist nicht gebannt, aber Jet-Synchron zurück. Klar, ne, man kann ja sagen, Aurora Dawn geht nicht mehr. Wen juckt's? Aber, ja, ich finde das schon krass. Krass. Heftig. Okay, hier ist nächstes. Ich bin zu schnell. Was haben wir hier? Monkey Board. Ja, ne, wir brauchen nicht drüber reden. Pendulum ist ein Deckthema, was nicht mehr Top-Tier ist. Klar, wir bekommen ein neues Link-Monster, Electromite. Weiß jetzt nicht, anscheinend, ich habe nicht nachgeguckt, anscheinend immer noch banned. Wenn das der Fall ist, ja, so what, gib ihm Monkey Board. Ja, die wird auch nächste wahrscheinlich dann auf 2 gehen. Was haben wir als nächstes? Neu. Ach nee, da. Red Rose Dragon. Base muss leiden. Nein, das Deck muss leiden. Oh nee. Okay, jetzt bezweifle ich, dass sie die Adventure Engine angepackt haben. Red Rose. Okay, aber klar, ne? Also Red Rose, brauche ich drüber reden. Absolut dumm im Base Deck. Macht alle Kombos quasi, ne? Also Red Rose plus irgendwas ist halt Combo. Das ist halt crazy. War halt super strong. Okay, krass. Base tot. Nicht tot, kleiner Disclaimer, aber na gut, ne? Die Anaconda war sehr wichtig. Red Rose Dragon war sehr wichtig. Mal gucken, was noch kommt. Man kann auch ein bisschen spekulieren. Was war hier? Ja, Dunkelrasen! Ist das nicht sogar die längst gebannteste Karte? Oh nein, deutsche Meisterschaft. Mit Yatagarasu. Oh mein Gott, die Loks werden hageln. Na gut, man muss erstmal dazu sagen, ja? Ja, da gerade so eine Karte, du musst sie normal beschwören. Meh. Dann natürlich, du musst direkt angreifen können oder irgendwie damit Schaden drücken können. Dementsprechend, sag ich mal so, ist interessant. Ist interessant. Es ist nicht gleich so von wegen, boah, krass. Jet-Synchron zum Beispiel ist eine Karte, wo ich gleich sage, boah, ne, Combo-Potenzial is alive. One-Card-Combo ist da. Klar, ne, Aurora dann weg und so, brauche ich drüber reden. Aber ja, da gerade so, erstmal macht gar nichts alleine. Normal ist dann ein Attack. Ja gut, wenn der Gegner brickt, ist das GG, ne? Aber, ja, ich bin interessant. Es wird safe das ein oder andere Deck geben, was um diese Karte dann gebaut ist. Beziehungsweise zumindest Trolldecks. Mal gucken, wie konstant das dann wirklich in Kombination ausgeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das aussieht mit Spirit Monstern bezüglich Searchen und konstant rauskriegen. Und halt, ja, muss auch halt auch funktionieren, ne, in der Kombo. Jetzt haben wir neu. Oh. Why? Ah, Needlefiber, ja. Also das Ding ist folgendes, ne? Es stimmt, Needlefiber war in dem einen oder anderen Deck natürlich auf 2 drin, aber mit welcher Begründung? Falls der erste interrupted wird, habe ich dann später den zweiten. Das war das Argument, sonst in fast jedem Deck. Wenn man sowieso den Needlefiber nur spielt, um für den Access-Code-Combo zu gehen, also sprich über Celine dann zu gehen, bedeutet, da hat man eh nur eingespielt. Ja, wie gesagt, nur Combo-Decks, die wirklich rein darauf geballert sind, haben gesagt, okay, wir gehen darüber. Klar, ne, wenn du den ersten jetzt aufhältst, wird kein zweiter kommen, aber wie gesagt, wir haben Cross-Out, wir haben Call-By, mal gucken, ob da auch noch was kommt. Ja, interessant, interessant. Ey, Despia, ne, ich sehe Despia so in Top-Tier gerade. Neu, Shooting Razor Dragon. Auf 1? Auf 1? Na gut. Von mir aus, gleich wie Needlefiber. Was haben wir hier? Change of Heart. Oh. 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 Ja, ich würde sagen, das ist doch mal mega geil. Das ist doch super. Das ist doch mega, mega cool. Einfach eben für Heroes. Finde ich sehr, sehr gut. Wir gehen mal eben hier rein. Ja, ist. Ach lol, ich hab's verwechselt. No way. No way. Nein. Nein, das können die nicht machen. Das können die nicht machen. Bitte was?
Das ist ja wie Schnappstahl. Nee, ne? Nicht so ein One-Off. Nicht so ein Random. Nicht so ein One-Off-Scheiß. Ja, Tacticals ist mächtig mit dem Klaueffekt, aber Überläufer, let's go! No way. No way. Hey, ich dachte gerade, das wäre eine Heroes-Karte. Ich bin so lost. Oh mein Gott. Wie. Nein. Das ist einfach wie Schnappstahl. Also Leute, fürs nicht wissen, Schnappstahl kam mal auf 1, ist dann eine random One-Off gewesen, die man spielen musste, aber ja, einfach dumm war. Und jetzt haben wir Überläufer, genauso dumm und als One-Off. Wow. Da safe saß da jemand bei Konami und hat gesagt, ey, wir entrümpeln mal die Verbotsliste, ja? Warte mal eben. Ach so, wir haben ja noch, so eine verstaubte Karte. Einfach mal wieder erlauben, komm. Ja, Dagarasu, Überläufer, let's go. Ja, das ist doch total bescheuert. Das, boah, wie die Karte im Preis steigen wird. Okay, das ist crazy. Und Time Seal? Lol, ich sicher jetzt hier. Aber ja, Zeitsiegel. Okay, lol. Turnskip, klar, ne? Macht gar nichts, hilft der Combo nicht, lässt die Gegner mit einer Karte weniger spielen. Könnte irgendwann für Handloops interessant sein. Ja, okay. Weiß ich nicht. Kann man jetzt machen, so, ne? Was haben wir hier? Ja, okay, Dynamite. Ja, let's go, macht nix, kann rauf. Was haben wir hier? Cyber Angel Benton. What? Okay, ich verstehe den Ansatz. Die haben Riser gebannt, auch für dann, okay, für Tritron. Okay, ich verstehe. Also da, also der war der Hit. Aber das ist ja bescheuert. Alter, Tritron, ey. Consistency wieder hochgegangen. Man muss sagen, wir haben Despia, ne? Despia ist ein Top-Tier-Deck, definitiv. Und wird wahrscheinlich das beste Deck des Formats jetzt werden. Ja. Cyber Engine Benton. Tritron. Okay. Okay. Wild. Oh, das war ein bisschen viel. Tanky auf 2! Krass! Okay. Okay, okay. Krass. Wir haben vereinzelte Tribugate-Tops. Jetzt Tanky. Okay, Consistency-Karte mehr. Fractional mehr, gesagt man nicht nein, ne? Ist halt ein Consistency Boost. Pot of Desires. Oh, Sword Soul! Sword Soul, let's go! Sword Soul freut sich so hart, Alter. Sword Soul, oh nein, Despia Sword Soul Format, ich sag's euch, Leute. Holy! Oh, weiter. Oh, es geht. Light Stage of 2! Yes! Okay, auch wieder Extender. Light Stage, wieder Extender. Let's go. Light Stage als Extender. Ja, kann man machen, ne? Ist eine Extender-Karte, deswegen auch gefährlich. Light Sage ist ja nie drauf krass gewesen wegen Tricks da so. Sondern einfach eben, weil es halt One-Card-Combo ist. Und dann haben wir Wall of Lighting Sea. Lighting Sea, genau. Ja, Light. Krass. Ich wusste gar nicht, dass sie auf 1 war. Ja, okay, go for it, kein Problem. Das macht halt nichts, genauso wie Time Seal. Wie gesagt, Time Seal kann irgendwann mal relevant werden, aber jetzt gerade ist sie ein Brick in der Hand. Du brauchst, kannst nichts machen, nichts Combo mit, gar nichts. Jetzt gehen wir weiter. Und was haben wir hier? Okay, ey Leute, macht mich nicht fertig. Oha, okay. Also, ich meine, das ist. Alter, Loops. Let's go. Oder hat die einen Errater bekommen? Die hatte keinen Errater, ne? Außer diese Karte, ja. Loop, still alive, let's go. Okay. Aber auch hier ist ein Discard-Futter. Ja, aber muss halt passend. Trischule. Ja, okay. Ne. Oh, warte mal. Handloop-Deck. Trischule. Ah, Omega ist noch auf 1, ne? Ja. Dann. Ne, ist Omega? Warte mal. Find. Omega. Omega ist auf 1 noch, ja. Ja gut, dann kann man natürlich Trishula ruhig erstmal auf hier auf 3 setzen. Interessant, macht da natürlich erstmal nicht. Stalio war klar. Stimmt, Stalio ist letztes Mal nicht auf 2 gegangen. Ja, jetzt auf direkt auf 3. Ja, macht halt nichts, ne? Stimmt, wir haben keinen Kreis und so. Okay, oder? Heroes live, da ist Heroes.
Ja, war klar, geht auch hoch. Circle. Oh. Ja, okay. Circle auf 3, Stali auf 3. Let's go! Serum Grade, Full Power Backfast, Gazelle noch, okay. Von mir aus, was haben wir noch? Scapegoat. Ja, Scapegoat auch zu langsam fürs Format. Okay, krass. Das war's. Das war's vor allen Dingen. Ja, okay, Leute, ne? Okay. Prankits, deutlich gekillt. Aroa dann Combo RIP, ne? Versteht sich von selbst. Anaconda, Sensenlock. Immer noch Wayable. Ärgerlich. Mit, das ist. Sensenlock immer noch Wayable. Also klar, ne? Versteht mich nicht falsch. Anaconda kann DPE nicht mehr holen und so. Aber ist nicht so, dass Sensenlock gar nicht mehr möglich ist. Puh, ja, okay. Sensenlock also immer noch. Aber das, also. Ist jetzt die Frage, was war der Ansatz? War der Ansatz zu sagen, was die Problemkarte? Oder ist zu sagen, Sense ist nicht das Problem, sondern die konstante Beschwörung von DPE ist das Problem. Je nachdem, welcher Ansatz betrachtet wird, kann man hier die Entscheidung dann verstehen. Ich finde, Sense ist halt eine Karte, die gebannt werden muss. Aber es ist halt meine Entscheidung. Ja, von mir aus, ja, Jet Synchron, auch krass. Wird bestimmt einiges in einem Deck zu sehen. Macht halt nicht so viel. Red Rose Base wird gehittet. Base per se ist einfach ein Haufen Deck, was kommen kann. Wird so, wie es bisher existiert hat, auf jeden Fall nicht mehr existieren. Ja, da geht so. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es. Das Ding ist auch natürlich, die macht First Turn halt nichts. Es geht nur Hard Second. Ja, und wenn du dann interrupted wirst oder ein Dieb zerstört wird oder so, gerade Despia kann auch in deinem Zug sehr viel machen. Ja, schwierig. Needle 5 auf 1, juckt halt nicht. Shooting Raisin Dragon juckt auch nicht. Ja. Also, Überläufer ist halt maximal lost. Das verstehe ich halt nicht. Timesteal, wie gesagt, wird irgendwann relevant. Ja, bei den anderen habe ich auch gesagt, Benden ist auch interessant. Triton sogar wirklich ein Konstanz-Boost. Jedoch, Lockbird stirbt das Deck dann halt immer noch. Muss man dann gucken. Könnte aber sein, dass gerade weil zurzeit nicht alle Leute vielleicht Lockbird spielen, dann eventuell das ein oder andere Triton-Deck wieder eine Chance hat. Also, Triton war nie ganz weg. Es ist nicht das Top-Tier-Deck. Liegt auch daran, weil es nicht viele anfassen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Deck, was man auf den Schirm haben sollte. Gerade jetzt dann natürlich. Ja, Konstant-Boost, Pot of Desires, Swordsoul wird sich übelst freuen. Leute, Swordsoul, Despiermeter in den National Time. Kombo-Karte bzw. Extender macht halt gar nichts. Serum Grade macht genauso viel wie bisher. Wenn man sagt, Serum Grade hat bisher viel gemacht, dann macht es noch mehr, also genauso viel. Und ich sag halt eher, es macht genauso wenig. Klar, ist ein Deck, was gefährlich ist, aber es ist halt das schlechtere Kombo-Deck im Vergleich zu den anderen Decks. Heroes Lives, Hero wird sich übelst freuen. Circle, ja, wie gesagt, ne, ist mehr Konstanz. Scapegoat macht halt nichts zu langsam und nächtlicher Angreifer. Ich weiß nicht, ob es das worth ist für den Discard-Loop, ob man dafür die spielen wird. Wird man sehen, aber im Großen und Ganzen, meine Zusammenfassung, interessant. Sie wollen in der Despia Swordsoul-Meter. Okay, I guess. Why not? Sensenlock immer noch Wayable, Leute. Phantom Knights existiert auch noch. Also, wie gesagt, Sensenlock ist nicht vom Tisch. Jedoch natürlich nicht mehr so konstant und natürlich dann auch dementsprechend kann man dagegen dann das aufhalten. Okay, aber ich finde es schade. Also tut mir leid. Also das verstehe ich. Anaconda, wieder eine Karte, die man hätte immer schon 100 Jahren bannen können. Aber ich dachte jetzt, okay, wir müssen akzeptieren, die Karte gehört zum Spiel. Das war halt mein Hintergedanke. Gehört dazu, muss man halt spielen. Also wenn man DP und so haben will. Ja, aber ist natürlich mit einer dümmsten Karte überhaupt. Ne? Das sieht man auch immer, wenn man so Formate macht, wie alles ist erlaubt oder so. Du spielst immer eine Anaconda, einfach aus dem Grund. Ja, Combo wurde komplett aufgehalten. Ich nehme einfach zwei Monster, Anaconda, Combo. Also das ist halt, also beziehungsweise DPE dann. Oder Dragoon, je nachdem, was du möchtest. War natürlich sehr, sehr dumm. Ja, okay. Sense. Also ich vermisse Sense immer noch, weil Sensenlock wird es weiterhin noch geben. Und nicht nur über die Trap von den Artifacts selber. Sondern auch in ein oder anderen Combo-Deck wird man Sense noch stellen können, theoretisch. Ob sich das durchsetzen wird, gerade wo Despia so viel gespielt wird und Swordsoul dann so viel gespielt wird, das ist natürlich zu bezweifeln, aber die Karte wird irgendwann wieder eine Problemkarte werden. Also ich verstehe es halt nicht. Das ist wieder so ein Aufschieben des Problems, weil die Sense wird irgendwann wieder das Problem werden. Selbst wenn jetzt kein Mensch die spielen wird mehr, weil die anderen Decks einfach zu gut sind, Sense wird irgendwann wieder ein Problem werden. Und ich verstehe einfach nicht, warum man sich sagt, komm, wir bannen die einfach weg, let's go. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, weil Dacta noch da ist und Dacta eh eben Sense theoretisch immer searchen kann. Ihr braucht nur irgendwie eine Zerstörungsmöglichkeit. Also ihr braucht genug Kombos und irgendwie eine Zerstörungsmöglichkeit, dann ist Sensenlock immer alive. Ist halt total bescheuert so. Klar, DB hat es sehr einfach gemacht, aber finde ich sehr schade. Ja, aber im Großen und Ganzen,
Interessant, interessant. Wie gesagt, verändert gar nicht so viel per se. Sword Soul und Despair wird auf jeden Fall mit dominieren. Die Randdecks verändern sich auf jeden Fall. Prankits wird weggehen. Base, wenn es existiert, anders. Vielleicht eher mit der Punk-Engine. Punk hat jetzt nochmal Support bekommen. Wird daher damit spielen. Therians vielleicht auch nochmal ein bisschen dazu rein. Adventure komplett noch da. Adventure wird jetzt auch, ja, krass, ne? Full Adventure Package ist da. Also Leute, die es nicht verkauft haben, freuen sich jetzt auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen super viele Änderungen. Wie gesagt, was mich einfach ist, für mich, Ansichtssache, Sense hätte halt gebannt werden müssen, weil die Karte wird irgendwann wieder Problemkarte. Und Überläufer, ja, ey Leute. Ey Leute, ich bin einfach raus, so. Und jetzt habt ihr sie. Endlich mal eine Live-Reaktion meiner Seite. Ihr habt beim letzten Video nämlich gesagt, ey, komm, mach einfach eine Live-Reaktion, wir wollen das sehen. Ganz ehrlich, es gibt 100 Leute, die Banlist-Reaction machen, jetzt ich auch. Und ich muss immer noch sagen, ey, ganz ehrlich, ob derjenige Ahnung hat oder nicht, ja, das müsst ihr beurteilen. Ich sag nur, ey, ich bin einfach irgend so ein Typ im Internet, der halt eben dazu jetzt was sagt. Es gibt garantiert 100% Leute, die qualifiziertere Aussagen treffen können. Aber die Leute wollen es sehen. Ich verstehe es auch nicht, aber wenn die Leute es sehen wollen, geben wir es den Leuten. Aber jetzt sollt ihr sagen, wie findet ihr die Liste? Wie gesagt, ich finde sie per se gut. Also zwei Karten finde ich halt bescheuert, aber also Sense hätte drauf und Überläufer, pff, what the fuck, ist einfach total broken. Ja, aber wie gesagt, ich möchte gerne wissen, wie ihr es findet. Und ich wünsche euch dann mal mit der neuen Liste viel Spaß, nämlich beim Duellieren.